Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, und die Schlachtvorbereitungen sind vorbereitet. Ich will doch Adrenalin ist auch voll, okay. Kurz vor der Schlüssel. Schön, dich wiederzusehen. Was macht die Familie? Alfida versorgt mein Haus und mein Herz. Sogar den zeternden Edred hat sie um den Finger gewickelt. Und Elorik? Ist er heimgekehrt? Ich höre nur Geschichten von einem stürmischen Mann, der sich in Metstuben prügelt. Uns bleibt nichts übrig, als weiter zu hoffen. Das tut mir leid zu hören. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich bringe dir einen Rambock unübertrefflicher Handwerkskunst. Ihre Tore werden nicht lange standhalten. Ein wohlüberlegtes Geschenk. Ich werde es zu nutzen wissen. Kämpfe mit Stärke. Wann hätte ich das je nicht getan? Okay, von ihm kriegen wir einen Rambock. Jarls Konasoma, du scheinst betrübt. Es geht um die bevorstehende Schlacht. Jeder Kampf hat seinen Preis. Wen wohl diesmal zahlen wird? Wir beide wissen, wie sich Verlust anfühlt. Der Schmerz abwesender Seelen ist einer, der nie verheilt. Aber deinen Bruder können wir vielleicht noch retten. Immerhin. Fulke und ihre Männer werden heute bezahlen. Nicht wir. Wüsste ich das nur so sicher wie du. Okay. Sie hat nichts. Sie kommt mit normaler Kampfkraft. Yuffina, meine treue Verbündete. Sind deine Männer bereit? Das sind sie. Ihre Pfeile und Bogen sind gespannt. Wir setzen dem Feind von den Seiten zu und halten euch den Rücken frei. Wir gönnen ihnen keinen Augenblick der Ruhe. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Dafür sind Freunde da. Bogenschützen also. Okay. Rambock und Bogenschützen. Aldermann Hunwald, du bist meinem Ruf gefolgt und ehrst deinen Vater. Swanhild sendet ihre Grüße. Meine Geliebte. Ihr Name sei meine Flamme der Hoffnung, denn ich gestehe, mein Magen dreht sich beim Gedanken an die Schlacht. Ah, kämpfen ist einfach. Sieh deinem Gegenüber in die Augen und schlage eine Axt dazwischen. Ja, ich erinnere mich wieder. Naja, ich habe jedenfalls die besten Bogenschützen von Lincolnshire hierher gebracht. Gut. Mögen sie den Tod über die Köpfe unserer Feinde regnen lassen. Danke. Also auch Bogenschützen. Okay. Und so erzeugt Gewalt gegen Gewalt. Auge um Auge, wie das Buch sagt. Aber bald werden alle blind sein. Nicht alle. Wer den letzten Schlag versetzt, dürfte noch ein Auge übrig haben. Auf dem Wege der Blinden ist der Einäugige das leitende Licht. Ihr Christen habt auch für jede Gelegenheit einen Spruch, oder? Eivor, bitte vergib mir. Ich habe zu viele meiner Leute auf dem Gewissen. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach London zurück. Und du, Erke, geht es dir auch so? Irgendwer muss ein Auge auf ihn haben in der großen Stadt. Wer weiß, was ihm sonst zustößt. Wir haben dieses Lager gemeinsam erobert. Mehr will ich nicht verlangen. Kehrt heim und lasst eure Freundschaft ein Lichtschein sein. Auf bald, Eivor. Ich bete, dass wir uns gesund wiedersehen. Hätten wir das Lager vielleicht ohne das Töten eingenommen, wäre auf unserer Seite. Aber ich gräme ihn nicht. Sie müssen selbst entscheiden, ob sie für uns kämpfen oder nicht. Ich kann nochmal mit dir reden. Hunwald! Alter Mann von Lincoln ist hier. Das klingt schon hochherrschaftlich, oder? Als wären diese beiden Namen schon immer füreinander bestimmt gewesen. Und was machen deine neuen Verpflichtungen? Nun, mir Beschwerden anzuhören und Steuern einzuziehen, langweilt mich schon, ehrlich gesagt. Aber Aldermann zu sein, liegt mir im Blut. Ich werde schon bald Fuß fassen. Okay, ich scheint... Hunwald! Aldermann von Lincoln ist hier! Das klingt schon hochherrschaftlich. Und was machen deine Noten? Nun,
gut, da ändert sich nichts dran. Das Lager geht. Wir haben viele Männer. Ich meine, wir haben auch fast die ganze Karte. Wir haben ja wirklich darauf hingearbeitet, so viele wie möglich auf unserer Seite zu haben. Natürlich ist Basim wieder in den Bäumen. Letzter Rat, ehe es losgeht. Ein Rat? Du brauchst keinen Rat. Du stehst in niemandes Schatten, Eivor. Ein großes Lob aus dem Mund von Ragnar Lodbrok's Sohn. Auch wenn unsere Wege uns irgendwann ins Verderben führen, Eivor, sind die Spuren, die wir hinterlassen, wenigstens unsere eigenen. Bischof Diorlaf, ungewöhnlich. Ein Mann Gottes in den Gefechtsreihen. Es mag dich überraschen, aber in jüngeren Jahren waren mir Pferd und Jagd nicht fremd. Heute kämpfen wir gegen Sachsen, Diorlaf. Nicht gegen Bretonen in Mercia. Fulke ist meine Gegnerin. Eine falsche Christin, die Gottes Wort falsch auslegt. Ich will sie schnellstmöglich stürzen. Dann bist du hier willkommen, Freund. Sehr gut. Du hast für ein ordentliches Durcheinander gesorgt. Fulkes Männer verhalten sich wie kopflose Hühner, weil sie nicht wissen, wo du zuschlägst. Hortkester hat weder die Vorräte noch die Streitmacht, um uns aufzuhalten. Und du hast genug Zeit für die Ankunft deiner Verbündeten herausgeschlagen. Sogar der Bischof ist da. Wie versprochen. Ich hüte das Wort Gottes und mein eigenes Wort halte ich ebenso wie das des Herrn. Wenn nun genug geredet wurde, können wir ja etwas Blut vergießen. Eivor, schlechte Neuigkeiten. Ein Toter trug einen Brief. Fulke hat Hilfe angefordert. Verstärkung? Ein sächsisches Heer kommt von Winchester. Ich reite mit meinen Männern los und stelle sie. Wir werden sie zurückhalten, um dir Zeit zu verschaffen. Wir können den Angriff sofort beginnen. Oder willst du erst mit deinen Verbündeten reden, wenn du das nicht bereits getan hast? Warme Worte vermögen den Frost der Kampfesangst zu tauen. Wir ziehen los. Wenn die Sonne sich senkt, wird Sigurd gerettet und Fulkes Kopf auf einem Speer aufgespießt sein. Fangen wir an. Wir haben ja mit ihm geredet. Los geht's. Retten wir unseren Leben. Hat dir mein Geschenk in Kantwareburg gefallen? Heute stirbst du, Fulke. Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst und wir das unter uns klären. Wir haben nichts zu klären. Stirb vor diesen Mauern, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Keine Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten. Dann komm, hol deinen Bruder, wenn du kannst. Folge einfach seinen Schmerzensschreien. Dann wirst du uns finden. Fulke!
Wie werden die Skalden wohl von diesem Tag berichten? Sie werden sagen, dass wir eine so blutrünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt. Dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern! Denn heute werden unsere Namen zu Legenden! Ich werde dich retten, Bruder. Wenige Narben, Basim? Was ist dein Geheimnis? Ich weiß. Aha, die einfachsten Ideen sind die besten. Mach den Weg frei! Reißen wir das Bollwerk ein! Oh! Achtung, das Öl! Ein schlechter Tag, um zu zweifeln. Verdammt, ich bin dankbar. Ich gebe
Ahnen! Macht eure Ahnen stolz! Ja, egal. Assassiner halt. Komm zurück und stell dich mir! Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Volke ihn gebracht? Und wie vor allen Dingen? Ist das Sigurds Blut? Noch frisch. Ja.
Falle. Aber wo ist Sigurd? Hat sie ihn hingebracht? Dann kam sie zurück, um nochmal die Kirche. Dorthin muss Volke ihn gebracht haben. Komm, Bassi. Er sieht gerade nach. Die sind schon wieder nachgespawnt. Okay, ich laufe hier einfach weiter. Diese Tür erfordert die Kraft von zwei. Stell dich, Volke! Deine Feigheit beschämt! Volke! Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Volke. Ich komme zurück. Ich verspreche. Ich hätte gern die Wahl gehabt. Das kenne ich doch. Du verkriechst dich vor mir wie eine Ratte im Dunkeln, Volke. Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier. Unsere Sprache ist der Tod. Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Es endet hier. Schade, jemanden mit so viel Potenzial. Wo bleiben deine schlauen Worte, Paladin? Du bist Sigurd ähnlicher, als du denkst. Willst du etwa nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor? Alles, was du sprichst, ist Irrsinn! Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn, wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Du bist geisteskrank.
Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Fulke! Verdammt seist du! Na, ich hab sie noch gesehen. Fulke! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Rührt sie nicht an! Sie gehört mir. Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Wer stellt ein Kreuz mit Dornen auf? Und was ist das jetzt hier? Das ist ja wie hier... Ach man, wie heißt das Spiel? Dark Souls oder so. Sind wir. Spucke und Kotze, Scheiße und Dreck. Sigurd ist so viel mehr. Ich gab ihm das Verständnis, die Gabe. Du gabst ihm Schmerz! Ja, um ihn zu erwecken. Der Schmerz war nötig, ihn zu befreien. Sehet seine dunkle Schönheit. Die Schönheit des Göttlichen. Sie hat das Größte vollbracht, das Menschen je schaffen konnten. Und du, Eivor, du musst all das fortführen. Sigurd. Wird das der Grund des Verrats sein? Sigurds Größenwahn? Ich kann gehen. Lass mich. Lass mich gehen. Sigurd. Eivor. Wie ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen. Wütender. Was hat sie dir getan? Eivor! Wir haben sie, solange es ging, aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Noch eine Schlacht. Bogenschützen, los! Haltet die Stellung. Wir können doch die Burg jetzt aber einfach schnell so ein bisschen provisorisch herrichten und... Wir bezwingen sie!
Ladebildschirm holt einen immer wieder raus. Okay, wir haben gewonnen. Scheinbar. Gedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit dem Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Opa. Bis wir uns wiedersehen. Eine Sache wäre da noch. Warum redest du noch mit mir? Genug der Verabschiedung. Geh zu Sigurd. Ja. Auf bald, Opa. Jarlskonnasoma, wir haben wohl gewonnen. Ein großer Sieg. Nicht einmal diese Mauern konnten uns aufhalten. Dieses Land wird bald unser sein. Was wird aus dir? Oba und ich ziehen gen Westen und treiben die Sachsen vor uns her. Elfred wird seine Krone bald verlieren. Hoffentlich sehen wir uns dort alle wieder. Das wäre schön. Okay, wir müssen zu Sigurd, aber hier sind noch sehr viele Leute, mit denen ich reden muss. Na, wie hat dir das Kämpfen geschmeckt? Es war wirklich erheiternd. Ich fühle mich wie in jungen Jahren. Hättet ihr diese Truppen nicht aufgehalten, wären wir kaum erfolgreich gewesen. Du bist kühn für einen Priester. Unterschätze die Geistlichen nicht. Wir übergeben unser Leben einem Gott, den wir nicht sehen können. Das ist das Kühnste überhaupt. Du siehst zufrieden aus. Die Luft, sie riecht nach Sieg. Es riecht nach Blut, Eingeweiden und Männern, die sich eingepisst haben. Genau. Das ist der Geruch des Sieges. Für dich vielleicht, Stockarsch. Ich rieche lieber Röstfleisch, Met und Lagerfeuer. Ach, du warst schon immer weich. Reiß dich am Riemen! Jofina, schön, dass du alles überstanden hast. Sei stolz, Eivor. Du hast Sigurd gefunden, allem zum Trotz. Ich fand nur seinen Schatten. Wir können nur hoffen, dass die Narben, die Fulke seiner Seele gab, wieder verheilen. Er ist stark. Es braucht mehr als Schmerz, um ihn zu brechen. Du hast ihn nicht gesehen. Seine Augen waren von Leere erfüllt. Tut mir leid zu hören. Hoffen wir nur das Beste. Ja, hoffen wir es. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind hier. Das heißt, wir können tatsächlich mal hier runter. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um Sigurd. Nicht, dass jetzt irgendwie... Ja, es wird alles den Bach runtergehen, glaube ich. Und der Verrat, der prophezeit wurde, muss ja auch noch kommen. Die Hand ist ab. Aber wir waren zumindest nicht der Grund, warum die Hand ab war. Warum klettert der denn nicht da hoch, Mann? Warum? Also wir sind nicht der Grund gewesen. Nicht direkt zumindest, aber... Wenn er jetzt doch irgendwie größenwahnsinnig wird, könnte das also wird es wahrscheinlicher, dass wir ihn tatsächlich hintergehen. Vielleicht sieht er auch in uns eine Bedrohung.
versuche ihn erstmal zu töten. Und dann kümmern wir uns darum, dass das Kloster überfallen wird. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Los aus hier. Gut, außer das hier. Aber sonst ist ja auch nichts. Das könnte interessant werden. Ach, das ist er doch. Mit dem Silber des Ordens habe ich mich Vergnügungen hingegeben und so vielen Bedürftigen geholfen. Lass dich nicht vom Glanz deines Blutdursts blenden. Geteiltes Silber hat seinen Preis. Und wenn schon. Ich formte aus dem, was du böse nennst, etwas Gutes. Ich habe Leben verbessert, die mehr wert waren als das Silber, das man für sie bezahlte. Ich trauere nicht um jene, die wir zum Wohl aller verloren haben. Ich brauche hier drüben Hilfe. Unser Schiff, das ist gut zu wissen. Komm ich denn dahin? Ah, jetzt weiß ich, wofür ich den Sprengstoff brauche. Natürlich
Aber ja, ich riech da eher verbrannt. Ich brauche hier mal Hilfe! Der Widerstand scheint hier nicht so groß zu sein. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Dann sind wir ja hier eigentlich fertig. Da gibt es nur noch eine Kleinigkeit, die kann uns egal sein. Also diese ganz kleinen Dinger. Dann würde ich sagen, dies werden unsere Ziele sein in der nächsten Folge. So, Raubzug ist ja prinzipiell abgeschlossen. Wir klettern jetzt hier mal eben hoch. Sinn? Komme ich da überhaupt hoch? Ja. So, und dann würde ich einfach mal sagen, verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, dass wir dann uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ein paar Sachen sammeln wir ein auf dem Weg. Ich denke, wir werden uns hier so ein bisschen nach oben arbeiten. Hier können wir dann ordentlich ab da können wir dann wirklich einfach durchreiten, würde ich fast schon sagen. Ja, gut. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.